Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Runde bei der Retro-Olympiade. Und heute ist der Wunsch von Nordisch Sound dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Besuch mal seinen Kanal, der macht fantastische Chiptune-Musik. So eher so im C64-Stil und so weiter. Wirklich sehr empfehlenswert und wirklich sehr geile Stücke. Und der hat sich ein altes DOS-Spiel gewünscht, und zwar Pinball Fantasies. Original hier mit einer DOS-Box emuliert. Ich habe jetzt lange nicht mehr an der DOS-Box irgendwie rumgeschraubt, aber ich fühlte mich gleich so heimisch, weil mein erster Computer war ja ein 386er mit DOS 5.0. Deswegen sind diese ganzen Kommandos bei mir wirklich eingeprägt. Genau, und der hat sich Pinball Fantasies gewünscht, auch wieder ein Spiel, das ich überhaupt nicht kenne. Aber wir schauen mal rein. Die Vorgabe ist, wir spielen den ersten Tisch, Partyland. Haben drei Versuche mit jeweils drei Bällen und dann gucken wir einfach mal, wer die meisten Punkte hat. Ich würde sagen, genug lang geschnackt. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Also klar, Flipperspiel, ich kann mit Flipperspielen an sich nicht so wirklich was anfangen. Das Spiel ist, glaube ich, 95 oder 96 erschienen. Das heißt, genau, ein Spieler. Ich habe vorhin nur ganz kurz mal reingespielt, um die Steuerung zu sehen, weil das ist ja bei DOS-Spielen meistens nicht ganz so einfach. Und zwar mit den Pfeiltasten macht ihr halt diese Feder, die ihr spannt für den Ball den halt, und mit den beiden Shift-Tasten links und rechts. Oh, ich habe was gewonnen. Wow, 5 Millionen. Wow. Ich bin gerade schockiert. So schockiert, dass ich jetzt den Ball irgendwie weggefallen lassen hatte. Weil wir spielen nämlich ja auf die höchsten Punkte. Und 5 Millionen Punkte da eingeheimst zu haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Was man so auf den normalen Wege gar nicht unbedingt so reinbekommt. Ja, Pinball-Spiele. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so die Faszination, ehrlich gesagt, nie so wirklich verstanden. Ich habe auf dem Gameboy natürlich Revenge of the Gator hoch und runter gespielt. Auf das war eigentlich eher so ein, ich sag mal, Zufallskauf. Da ich irgendwie als Kind gar nicht gerafft habe, was das eigentlich sein sollte. Ich habe da nur irgendwie Alligatoren gesehen und dachte mir so, geil. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt eine Pinball-Maschine zu dem Zeitpunkt irgendwie mal irgendwo gesehen habe. Weil in Deutschland sind ja diese typischen Arcades, wo die Dinger natürlich dann auch standen, natürlich jetzt auch nicht so weit verbreitet, ehrlich gesagt. Aber so an sich, das Spiel macht einen guten Eindruck. Ist nicht super schwer. Ich habe jetzt halt eine Option vorher jetzt nur eingestellt, dass wir jetzt statt 5 Bälle 3 Bälle haben. Auch der Sound, finde ich, der geht vollkommen in Ordnung. Und also ich merke schon, ich glaube, diese 5 Millionen, die waren echt guter Start, ne? Weil ich sehe, was man hier quasi so an normalen Sachen, an Punkten bekommt. Sieht das schon sehr faszinierend. Hit some Ducks first. Okay, wo sind hier Ducks, die ich hier hitten soll? Da oben ist Puke. Also es ist schon alles so... Oh. Ist natürlich schon alles so ein bisschen Augenzwinkern gemacht, was ich ziemlich cool finde. Auch der Tisch so. Also so für die DOS-Zeit ist das wirklich ein gutes Spiel. Auch die Ballphysik. Wie gesagt, ich kenne mich mit Pinballs nicht so sehr aus. Finde ich, geht voll in Ordnung. Oh, scheiße, okay. Jetzt haben wir unsere erste Runde vorbei, aber wir haben durch diesen 5 Millionen Dings irgendwie ganz schön gut was reingeholt, muss ich sagen. Warum steht hier jetzt nichts? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich hier jetzt drücken, um weiterzukommen? Game over. Ja, ach. Genau. 5 Millionen 900. Das blendet jetzt nicht mehr an. Okay. Irgendwas mit über 5 Millionen, wahrscheinlich nicht viel. weil ich das nicht irgendwie so hingekriegt habe. Das wird man ja beim Video zusammenschneiden ja dann irgendwie wieder dann schauen. Ah, verdammte Kacke, was war das denn jetzt? Irgendwie hat die Taste nicht gerade nicht funktioniert. Weil ich hier eine Fehlermeldung bei Windows bekommen habe, merke ich gerade. Ob ich das einrasten lassen will? Nein, will ich natürlich nicht. Okay, gut. Nehmen wir jetzt hier mal auf technische Probleme das eine Leben jetzt. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat. Beziehungsweise Windows dachte halt wahrscheinlich, okay, wenn ich hier so oft Shift drücke, dann sollte ich vielleicht wohl die Caps Lock-Taste nehmen, um es groß zu schreiben. Ah, ich merke gerade, okay, die Runde, die geht jetzt hier komplett in die Hose. Ich glaube, ich hätte jetzt hier auch wirklich nicht großartig was gerissen, ehrlich gesagt.
wenn ich nicht diese komischen 5 Millionen Punkte irgendwie bekommen habe. You found the hidden entrance. Go for the cyclone. Okay, wo ist das Cyclone? Ach, das ist dieser Mount da am Rande. Jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler bekommen, okay. Gut, aber zweite Runde, nicht mal ansatzweise so viel. Aber durchaus nicht verkehrt. Und ich würde sagen, wir starten in Runde 3. Ja, Pinballs, ich finde diese Pinball-Spiele, ehrlich gesagt, die das nicht so möglichst genau irgendwie abbilden, sondern eher die so ein bisschen das Ganze erweitern, wie zum Beispiel Kirby's Pinball, oder wie heißt das? Also das Kirby Pinball auf dem Gameboy, wo man halt auch wirklich dann noch Endbosse hat und so weiter. Das fand ich immer schon etwas besser, ehrlich gesagt. Zack. Also diese Standardsachen. Ich meine, die Dinger im Original zu spielen, das ist natürlich was anderes. Da hat man mal so einen mechanischen Tisch vor sich, man hat die Geräusche, die Kugel jagt da durch und so weiter. Das ist natürlich immer so was ganz, ganz anderes, ne? Aber so in elektronischer Form, ich weiß nicht. Da irgendwie gibt mir da so ein bisschen diese mechanische Faszination raus, ne? Das ist genauso so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit, warum ich natürlich so Gameboy-Spiele sammle und nicht einfach nur einen Emulator habe, weil ich ganz einfach dieses Mechanische dabei haben will. Gut, man muss natürlich sagen, hier diese ganz verrückten Sachen hier, die hier teilweise bei den Spielen irgendwie gemacht werden. Ich muss ja kurz mal irgendwie später mich hier ständig an Shift-Tasten. Keine Ahnung warum. Entschuldigung für die technischen Probleme. Aber wir spielen hier jetzt kurz vor Ende. Mal gucken, ob ich es noch schaffe. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe da wirklich durch Zufall, also wirklich rein Glück, habe ich irgendwie geschafft, hier eine gute Punktzahl hinzukriegen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich hatte viel Glück. Oh, schade. Ich hätte wahrscheinlich da mit ein bisschen mehr Power dann irgendwie arbeiten müssen. Und gut, Bonus von 750. Ich hoffe, meine 5 Millionen Punkte Marke hat zumindest etwas Auswirkung. Aber schauen wir mal, wie sich die anderen geschlagen haben. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt, ihr Lieben, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und guckt mal bei den anderen vorbei, ist natürlich unten alles im Beschreibungstext verlinkt. Macht's gut!